Wow, auf die Frage habe ich zumindest gewartet. Auf die heutige Frage der Fragen. Wer? Wer bin ich? Die Fragen aller Fragen. Und heute ist sie da im Blog von Matthias de Stefano. Und ich lese wieder einen kurzen Abschnitt daraus vor. Und zwar sagt das Bin so gegen Ende hin des Blogs von heute, das Universum ist von Natur aus objektiv. Was macht es schön, aufregend, lebendig? Was gibt den Dingen einen Sinn? Was macht das Objekt zum Subjekt? Ich? Die Frage, wer? Bin, wer ist die Anhäufung von objektiven Netzwerkdaten, die das surreale Bild des Realen ausmachen? Das Wer ist ein Konstrukt des Ichs, das sich in einem Knotenpunkt von Zeit und Raum auf sich selbst bezieht, das alle Kräfte in sich vereint und zum Schöpfer von Welten, von Realitäten wird. Derjenige, der sich auf sich selbst bezieht. Ganz zu schweigen von Atomen, Proteinen, Organen, Geweben und chemischen Verbindungen, vereint er sie alle in einem Konzept und gibt der Energie in Bewegung eine Bedeutung und Individualität, obwohl sie in Wirklichkeit keine hat. Keine Bedeutung, keine Individualität. So bildet es die Vorstellung von einer Person, einem Individuum, einem Wesen, einer Entität und nennt diese Teilchen Erzengel, nennt die Raum-Zeitwelle Gott, nennt die Knoten dieser Konstante Engel und Dämonen und nennt die Gravitation dieser Knoten Individuen, Lebewesen. Und das Zusammenspiel der Energien nennt er Seele. Die Frequenzwellen nennt er Geister und die Teilchen nennt er Körper. Und indem er sie vereinigt, nennt er sie ich. Ich, sagt jetzt, ich selbst, das Ego, der sich auf das Ganze bezieht, um zu existieren. Bin, stell dir die Frage. Ich. Wer bin ich? Bin, du bist nur der, der du sein willst. Denn du existierst erst dann wirklich, wenn du dich entscheidest, der zu sein, der du bist. Ich, wer hat das alles erschaffen? Niemand. Sagt Ben. Denn der Schöpfer ist der, für den du dich entscheidest zu sein. Ich. Wer sollte ich sein? Bin. Derjenige, den du aus den Entscheidungen deiner Erfahrungen gestaltest, entwirfst, designst. Ich. Wer ist Gott? Bin. Es ist die Fähigkeit zu fragen, wer? Ich. Wer bin ich? Bin. Ich bin. Na, alles klar? Ich bin der, der weiß, dass er nichts weiß. Daraus könnte man jetzt alles Mögliche hervorbringen. Und es hat mich wirklich tatsächlich den ganzen Vormittag beschäftigt, diese Frage, weil es einfach wirklich so viel, so viel in sich birgt.
Aber ein Aspekt, der für mich immer sehr wichtig ist, wenn es zu dieser Frage kommt, ist meine eigene persönliche Erkenntnis, dass es auf diese Frage, wer bin ich, natürlich wieder zwei Optionen von Antworten gibt. Und die sind wichtig. Es ist wichtig, dass ich mir erstens das bewusst mache und dass ich sie mir zweitens auch im Filter beider Möglichkeiten stelle. Denn es geht ja letzten Endes um die Aussage, erkenne dich selbst. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinem persönlichen Leben und in meinem persönlichen Werdegang war, nachdem ich eine ganze Weile ziemlich oben auf spirituellen Höhen geschwebt war und glaubte, jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, weil ich ja jetzt weiß, dass ich das Ich bin. Und ich werde nie vergessen, wie durch einen Lehrer für mich klar geworden ist, wie wichtig es ist, sich zu fragen, wer bin ich, aus dieser Erkenntnis der eigenen Persönlichkeit heraus, weil erkenne dich selbst ist eine Frage, die auch das betrifft, was du hier bist, deine Persönlichkeit, dein Ego, alles, was hier in 3D wahrnehmbar ist und als dass du dich empfindest. Erkenne dich selbst heißt auch erst einmal ganz zuvorderst sogar, erkenne, wer du hier bist, welches Selbstbild du hier von dir hast, welche Persönlichkeit du hast, welche Charaktereigenschaften du hast, wie du aussiehst, was du über dich denkst, was du über andere denkst, was du für Glaubenssätze hast, was du für Gefühle hast, was du für Beziehungen hast, was du für Beziehungen zu bestimmten Dingen und Personen hast, was du für eine Beziehung zur Welt hast, was du für eine Beziehung zu dir selbst hast und so weiter und so weiter. Wirklich sich diese Fragen zu stellen, denn diese Fragen führen uns erst in die ganz natürliche Erkenntnis, was ich darunter alles bin, nämlich das Fragende. Ein Tier fragt sich das nicht. Wir haben diese Fähigkeit des Selbstbewusstseins, der Selbsterkenntnis durch diese Fähigkeit des Selbstbewusstseins, diese höhere Ebene, diese Metaebene, auf der wir uns überhaupt erst diese Fragen stellen können, weil wir uns eben auch als diese Entität erkennen, als dieses Individuum, als dieser Mechanismus aus ganz bestimmten Impulsen, Reaktionen, Geschichten und so weiter. Weil ich erst durch die Annahme dessen zu sehen, aha, das ist also da, das bin ich, als das erfahre ich mich, als dieses Konglomerat aus all diesen unglaublich vielen Bausteinen. Wenn ich dann, erst dann kann ich von dieser Ebene drüber auf diese Ebene schauen, weil ich von dort aus den Überblick habe und das Ganze erfahre, bis in seine Tiefe hinein und es durchleuchten kann, verstehen kann. Und dann ist es mir möglich, von dieser Ebene aus das zu nutzen, als was ich mich ja von diesem höheren Bewusstsein erfahren möchte. Ja, es geht ja nicht darum, dass ich meine Persönlichkeit, dass ich die drangeben muss, dass ich die auflösen muss. Nein. Es geht darum, sie zu erkennen, um sie dann für das zu nutzen, was ich von hier oben sehe. Meiner Meinung nach ist das nicht möglich, seine Persönlichkeit
also keine Persönlichkeit mehr zu haben, was bist du dann hier? Ja, dann bist du tatsächlich nicht mehr in der Lage, hier zu sein. Ja, und für mein Verständnis hatte auch Jesus bis zum Ende seine Persönlichkeit, ohne die er das, was er hier getan hat, gar nicht hätte tun können. Er hat sich genau so designt, beispielsweise, wie er sein musste, ja, mit all den Eigenschaften, um dieses Unglaubliche tun zu können, in dem Wissen, wer er ist. Und zwar auf beiden Seiten sozusagen. Ja. Und deswegen zweifle ich es auch tatsächlich ebenfalls an, dass er im Dezember geboren ist. Das ist meiner Meinung nach auch nur ein Konzept gewesen, das auch aus dem Nordischen übernommen wurde. Beispielsweise im Buch Anna, die Großmutter von Jesus, sagt Anna, dass er im April geboren ist. Dann wäre er ein Widder. Also jetzt gerade, ne? Dann wäre er ein Widder. Und ein Widder, also das Sternzeichen Widder, steht für den Anfang, steht für den Funken, der alles entzündet. Ja, und also wenn Jesus etwas war, dann dieser Funke, der alles quasi entzündet hat, ja, 2000 Jahre später noch nähren wir uns von diesem Funken. Ja, und der auch einfach quasi komplett durchgeht damit, ja, der sein Ziel komplett kennt und dieses Ziel auch verfolgen kann. Macht für mich zumindest genauso, mindestens genauso viel Sinn, wie als wenn er als Steinbock im Dezember geboren wäre, der so ein Arbeitstier ist. Der hat auch sein Ziel vor Augen. Aber ja, zumindest würde ich das auch logisch finden, um nur einmal jetzt das Konzept des Sternbilds mit heranzunehmen. Und das ist das Schöne, das ist auch die Botschaft, die ich vielleicht heute, obwohl das jetzt auch wieder nicht geplant war, für dich habe. Was ich erkannt habe, ist, je mehr ich mich selber kennenlerne und dazu alle möglichen Tools nutze, die sich mir anbieten, die sich mir darbieten, ohne dass ich sie groß suchen muss, sondern die wirklich auf mich zukommen. Wenn ich all diese Tools nutze, wie beispielsweise Astrologie, wenn es dich interessiert, ja, wenn du sagst, was heißt denn das, wenn ich das bin? Ja, wer bin ich denn nach diesem Sternzeichen? Ja, A, O, ja, oder Human Design. Kennen viele von euch wahrscheinlich auch. Kann nur sagen, Human Design hat wirklich großen Einfluss auf meine Selbsterkenntnis gehabt. Es hat für mich tatsächlich auch diese Schuldlosigkeit einfach wieder bestätigt. Ja, sich nicht schuldig fühlen zu müssen für das, was ich hier selber von mir als Fehler ansehe, sondern in der Lage zu sein, zu sagen, oh, mein Gott. Wow, ja, so bin ich. Wow, oh mein Gott, könnte es sein, dass ich mich genau dafür es genauso designt habe, um genau das, wofür ich hier bin, ja, nenn es deine Aufgabe, deine Mission, dein Sein, schlechtweg, ja, genauso erfüllen zu können, wie ich es wollte, als ich mich so designt habe. Ja, das heißt beispielsweise, habe ich diese Eigenschaft und es steht sozusagen schwarz auf weiß im Human Design und sicherlich auch in der Astrologie. Ich habe diese Eigenschaft, wirklich die Unperfektion zu sehen, ja, Fehler zu sehen, Fehler zu erkennen, ja, so ein Optimierer zu sein, so ein Verbesserer zu sein, ja, ganz schrecklich, ja. Das sind die Persönlichkeiten, die jeder als Oberlehrer bezeichnet und als ja einfach so ein Besserwisser und so weiter, ja, ganz schrecklich. Wer mich kennt, weiß, ich war so als Kind, ich war so als Jugendlich und so weiter, ja, auch noch als Erwachsener, ja, was ich als erstes sehe, wenn ich eine Webseite aufmache, ich sehe als erstes mal einen Fehler. Vergesst es, wenn es einen Fehler gibt auf meiner Webseite, dann habe ich ihn dann schon entdeckt. Ja. Jetzt kann ich damit umgehen. Ja.
Jetzt kann ich sagen, ja, ich bin als Lektorin beispielsweise auch tätig, ja, weil ich einfach die Fehler sehe, ohne sie überhaupt suchen zu müssen. Ja, es geht nicht für mich darum, jemanden zu kritisieren. Ganz im Gegenteil, ich möchte, dass derjenige glänzt, dass er perfekt sich präsentiert. Ja, wenn derjenige das aber nicht weiß, kann der sich vollkommen erschlagen fühlen damit. Und natürlich habe ich gelernt, vorher zu fragen, ob derjenige das überhaupt wissen möchte. Ja, wenn ich überhaupt mich wirklich gerufen fühle, irgendetwas zu sagen, ja, nur dass ich selber das Gefühl habe, dass da was nicht stimmt, heißt ja auf einer anderen Ebene überhaupt gar nichts. Ja, diese Fehler gibt es nur auf dieser Ebene. Ja. Aber ich erkenne so eben auch wirklich Lösungen. Ich erkenne Trittsteine, ich erkenne Möglichkeiten, wie jemand wirklich auch sich selbst wieder erkennen kann. Ja, also das geht natürlich weiter als über Rechtschreibfehler oder sonst irgendetwas. Ja. Es geht darum, dass ich von dieser höheren Ebene, dass ich bin, genau diese Eigenschaften jetzt nutzen kann. Von einer höheren Ebene. Ich muss sie nicht aufgeben. Nein. Die Frage ist nur, lasse ich mich von diesen Eigenschaften reiten, ja, sodass ich selber darunter leide, wenn etwas für mich falsch aussieht oder wenn ich jemanden verletzt habe damit, dass ich gesagt habe, das ist falsch. Ja, oder habe ich plötzlich ein liebendes Verhältnis dazu, weil ich weiß, wow, ja, das passt genau rein, das passt genau in deine Aufgabe, das passt genau in das, wie du das jetzt nutzen kannst, wie du das für das eine, für die Einheit, für das Vollständige nutzen kannst. Und so hat jeder von uns, ja, diese Möglichkeit, das, was er an sich selbst verurteilt, plötzlich in einem vollkommen anderen Licht zu sehen, nämlich von der Ebene, von der sich das plötzlich auftut und plötzlich einen Sinn ergibt, warum das bei dir ist, warum das da ist, wofür das nutzbar ist als Instrument. Und dann, je mehr du davon entdeckst, je mehr du entdeckst, oh mein Gott, das brauche ich nur umzuwidmen. Ja, im Sinne der Einheit zu nutzen, im Sinne des Einsseins mit allem, des Verbundenseins, wenn ich quasi das Verbundensein und die Einheit als Grundlage nehme und nicht einen scheinbaren Fehler, dann eröffnen sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten, genau das zu nutzen. Und dann werde ich damit angereichert und erkenne immer mehr und mehr, wer ich bin, dass sozusagen das ein Ausdruck ist, dass ich bin. Dass jede einzelne Eigenschaft, das einzelne Puzzlestück der Persönlichkeit und so weiter, was wir hier alles haben, ja, dass uns das zurückführt auf die Mitte des Kreises, ja. Also genauso wie es in dem Blog auch gesagt hat, es ist dieses eine in der Mitte, ja, das alles war, das alles Potenzial war. Und dann fragt es eine Frage, wer? Und projiziert nach außen, wer bin ich? Und projiziert und schaut sich selbst von dieser Perspektive an. Und wenn es sich wieder gefunden hat, dann fragt es erneut und so weiter. Und dann geht es den ganzen Kreis durch. Und jedes Mal ist das Ergebnis, dass es wieder zu sich zurückkommt. Und wenn ich das schon voraussetze, wenn ich also diese Mitte schon in mir habe, also dass die Erkenntnis, dass ich die Mitte bin, dass ich das Ich bin, dass ich diese Erkenntnis auch habe, wenn ich von der Perspektive der Peripherie schaue, dass ich quasi weiß, dass ich das bin, was sich hier gerade spiegelt.
Und in diesem Moment habe ich mein wahres Selbst gefunden, nämlich diese Mitte hat sich darin gefunden und diese Peripherie hat sich in der Mitte gefunden. Und das ist der Sinn und Zweck der gesamten Existenz nach meinem Verständnis. Und dann macht es Spaß. Dann machen alle sogenannten Fehler, verurteilenswürdige Eigenschaften und so weiter plötzlich nicht nur Sinn, sondern richtig, richtig gehen Spaß. Das war jetzt mal ein ganz anderer Einblick in das Wer, wer bin ich? Und eine interessante Frage, die du dir da auch stellen kannst, ist, wer glaube ich denn, wer ich bin? Und warum glaube ich eigentlich vielleicht nicht, dass ich bin, wer ich bin? Also mich hat mal jemand gefragt, warum glaubst du nicht an dich selbst? Und die Frage hatte mich damals echt ganz schön runtergerissen. Weil es ja tatsächlich beinhaltet hat, dass ich nicht an mich glaube. Und dann kam irgendwann die Frage, was ist denn das Selbst, an das ich nicht glaube? Was ist denn das Selbst, das bereits da ist, ohne irgendetwas hinzufügen zu müssen? Aber das mir offensichtlich nicht genug erscheint, nicht gut genug, nicht ausreichend. Wofür? Zu überleben? Glaube ich, dass das, was ich bereits bin, nicht gut genug ist? Was ist das Selbst? Wer ist das Selbst? Und das ich nicht glaube. Und diese Frage lade ich dich ein, dir selbst zu stellen. Denn die Antwort ist so generell, sie vielleicht auch ist, so individuell ist sie auch. Ich wünsche dir viel Freude damit und einen großartigen Tag. Wer bin ich?